Herzlich willkommen zurück bei Die Binding of Isaac Rebirth. Eine neue Runde, neues Glück. Teil 1 natürlich, New Run. Wir nehmen wieder Random. Wir hoffen nicht, dass es wieder Eve ist. Judas. Und was ich letzte Folge gesehen habe, gehört habe vor allem, ist, dass es ein bisschen zu laut war. Ich nehme mal die Effekte, lasse ich mal so. Conclusive Tears. Ich hoffe, das war ein gutes Item. Da kenne ich mich auch noch nicht so ganz aus. So viel kann ich mir nicht auf einmal merken, wie es da gibt. Judas. Ah, das ist mit Book of Belial. Aber dafür nur einem Leben. Da muss ich sehr wachsam spielen. Aber auch vielleicht einmal mit Abwechslung treffen, genau. Bisschen Money Money. Na gut, Monstro. Kann man machen. Das ist gut. Das ist sehr gut, dass er immer so paralysiert ist und damit habe ich nicht gerechnet, dass er einfach auf der Stelle springt. Unbedingt ein HP-Upgrade, ja, das ist wichtig. Gut, wir können eh nichts mehr hier machen. Wir haben keinen Schlüssel, wir haben keine Bomben, wir haben gar nichts. Wird schwer werden mit Judas, denke ich. Im alten Isaac habe ich mit Judas aber sogar, glaube ich, einmal geschafft. Mom und Moms Herz zu töten. Aber das heißt ja nichts für dieses Spiel hier, weil das ist, muss ich sagen, doch ein bisschen schwieriger noch geworden. Vor allem diese, scrollenden Räume, also die größeren Räume, die sind doch schon etwas happig teilweise. So, dann nehmen wir natürlich diesen Raum hier. Shoot the Whoop, na toll. Da bleibe ich bei Book of Belial. Und jetzt widmen wir uns gleich einmal so einen blöden... Oh mein Gott. Wie soll ich denn das machen? Genau das meinte ich, die sind echt unfair teilweise. Also echt gemein, nicht unfair. Oh, glücklicher Zufall, den Secret Room hier zu finden. Und gleich zum Room, zum Devil. Zum Teufelsraum, auf Deutsch. Das nehmen wir, was war das? Evil Up. Missing Page. Okay. Ein 10 Herz haben wir auch bekommen. Hier ist es nochmal auf Englisch. Ich weiß nicht, Soul hat nämlich, glaube ich, eben nicht. Da würde ich gerne immer auf seinen Kopf schießen. Weil sonst teilt er sich. Genauso. Bei so schnell war das gar nicht. Ja, perfekt, perfekt. Das bringt das nicht viel, denn wir haben ja schon den Deal. Ja. Wir können noch versuchen, im letzten Raum zumindest vielleicht einen Schlüssel oder so zu bekommen. Oder eine Bombe. Der Raum ist echt gemein. Den müssen wir leider noch einmal vorbei dann. High Priestress. Wir können noch in Arcade gehen und spielen versuchen. Das heißt, gehe ich mal nochmal darauf. Vielleicht kriegen wir hier was aus dem Lagerfeuer. Versuchen wir es. Gut, leider nix. Also rein hier. Noch ein bisschen mit der Bloodbank. Wow, läuft gut soweit. Die Bombe wär's. Ja, drei Bomben sogar. Spielen wir nochmal hier. Und noch einmal. Können wir noch einmal da hier und da hier spielen? Sehr gut.
Noch einmal. Und noch einmal. Und hier noch einmal. Okay, das war's. Dann hole ich mir nochmal das Herz von hier unten. Hier kurz warten und rein. Das ist natürlich verlockend da rechts. Aber das will ich nicht riskieren. Mit so viel Seelenherzen und dem einem Evil-Herz wäre das blöd, die irgendwie doch dann zu verlieren. Caves 1. Ansicht machbar. Sehr gut, gleich den Schlüssel gefunden. Der ist praktisch für den Item Room dann. Die sollten nicht allzu schwer sein. Er nervt. Okay, 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 okay. Ruhe bewahren. Wir sind zum Glück alle nicht schnell. Und da rein hier. Was war das? Kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das hatte ich mal. Box of Spiders. Was macht das? Natürlich Spinnen rufen. Wow, einige Spinnen. Will ich denn da reingehen? Ich würde hier reingehen. Ordentlich. Schön, schön, schön. Das sollten wir eigentlich jetzt auch geschafft haben. Jetzt kommt noch eine Welle. Ah, natürlich meine geliebt gehassten Türme. Ich nenne sie einfach Türme. Weil sie einfach schießen wie Türme. Oh Gott. Knapp, knapp, aber machbar. Gut, Geld auch. 5 Bomben. Das passt alles bisher. Für meine Verhältnisse erstaunlich wenig Schaden bisher genommen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt genau jetzt verschrien. Ja. Das war aber echt keine Absicht. War das so knapp. Übermütig würde ich es eher nennen. Und da haben wir schon den Boss Room. Der High Priest, soll ich das gegen? Ja, warum nicht? Puff. Evil up schon wieder. Und Bomben, die gefallen mir. Nein, kann ich mir nicht leisten, ich habe kein Leben. Und für Ghost Baby, das ist es echt nicht wert. Ach ne, wenn ich reden kann, wäre es auch ein großer Fortschritt. Also ich versuche mal hier zu finden, vielleicht ist hier das Secret Room. Nein. Links könnte aber auch sein. Wir haben jetzt ein paar Bomben auf Vorrat. Ja, perfekt. Was haben wir denn hier? Ah, genau, das, was ich nicht brauche. Schade. Schau ich mir noch den letzten Raum hier an. Das ist gleich der letzte Raum. So. Next, next, next. Okay, dich brauche nicht. Die Trollbombe. Okay, dafür haben wir nicht genug Schlüssel. Und das ist jetzt auch nicht der schwierigste Raum. Überall nur Herzen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Geld, Bomben und vor allem Schlüssel. Die wären auch recht wichtig. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich in den Shop schauen, aber lohnt sich der Shop mit nur 7 Münzen? Ich glaube eher nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach in die nächste Ebene wieder. Und hoffen das Beste. Hätten wir wieder ein Arcade Room. Den Raum hasse ich jetzt schon. Wow, 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 wow. Gut. Geschafft.
Ach, das sind die mit den Spinnen, die mag ich nicht. Ich Spinnen an sich nicht mag. Das ist Binding of Isaac. Ich gebe schon so viele unnötige Herzen von, so wie gerade eben. Das könnte eine Joker-Card sein. Wir haben eh genug. Bomben an sich. Oh, das ist ein gutes Item. Ich mach das mal einfach. Tour of Hearts geht auch. Ist jetzt nicht die beste Ausbeute. Kann man aber nehmen. Auch wenn wir nur ein Herz haben. So, den Raum könnte ein bisschen gefährlich werden. Im alten Isaac habe ich da immer viele Herzen liegen lassen müssen. Ja. Dafür sind jetzt alle tot. Aber wir haben ein Evil-Herz verloren. Das ist nicht gut. Und hoffentlich ist diese Pille... Yep. Verschrien. Sie ist schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Bis ich den Schaden genommen habe, habe ich nicht mal einen einzigen getroffen, oder? Ich habe einen einzigen gescheiten Schaden gemacht. Das ist traurig. Health up. Health up ist sehr gut. Wo haben wir denn hier das Herzchen? Geht das noch wie im alten Isaac? Nein, geht natürlich nicht. Aber muss auch ausprobiert werden einfach. Kann man nicht unversucht lassen. Das ist natürlich schade, weil wenn wir jetzt hier unnötig Schaden nehmen. Dafür haben wir den Raum wieder geklärt, aber... Langsam verfalle ich wieder in den alten Trott, dass ich ein bisschen übermütig spiele und dadurch schnell unnötig Herzen verliere. Und das gefällt mir gar nicht. Chubb könnte schwer werden, da wir einen Speed-Downgrade hatten vorhin. Und der liebe Artgenoss ein ganz schneller ist. Hier können wir aber viele Bomben. Ach, das war wieder so ein blöder Schaden einfach. Ein Evil Heart und ein Spirit Heart. Spirit Heart, so haben sie das. So, HP up. Was Gutes? Ich glaube, das ist was Gutes. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Nehmen wir einfach mal Damage up. Ja, der mag. Sehr gut. Also, sehr gut, möchte ich fast schon sagen. Der Shop fehlt uns noch. Der Shop, der ist gar nicht mal schlecht. Wir haben viel Geld. Den sollten wir echt suchen. Und gefunden. Ah, ich hasse euch, kleine Biester. Sehr schön. Fliegen ins Feuer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr zufriedenstellend bis hierhin. Das heißt, hiermit könnte ich... ...mit Book of Belial ein bisschen... ...über... Wie sagt... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich habe mehrere Aufladungen in diesem System. Könnte ich dann auch mehrmals einsetzen. Muss nicht immer so viele Räume warten, bis es sich wieder auflädt. Es sind nicht so viele drei Räume, aber... Trotzdem... ...ist echt praktisch. Hat mir letztens auf der PS Vita, habe ich nämlich auch, sehr ausgeholfen. Und damit geht auch die wilde Fahrt weiter. So, Necropolis. Wir gehen gleich mal hier rein. Gleich mal voll aufs Ganze in einem wunderbar. Gleich mal eine. Ach Gott, ach Gott. Was ist denn jetzt los? Das ist ganz schlecht, dass ich hier fabriziere gerade. Ich hasse die. Hast du sie einfach. Die auch. Ich weiß nicht wieso, aber die hasse ich wirklich irrsinnig. Mit ihren blöden Knochen. Mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Der Schwierigkeitsgrad zieht an. Das war Glück jetzt gerade. Riesenglück. Und
natürlich stelle ich mich dabei nicht gerade gut an. Wir haben alle Zeit der Welt. So, gehe ich zuerst so hin. Trigger ihn. Und damit Zeit zu schießen. Okay, 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 okay. Oh Gott, die sind auch nicht gerade die besten Artgenossen hier. Sehr schön. Was war das jetzt? Entscheiden sich die dann für eine Richtung, wo sie halt die ganze Zeit draufhalten. Ja, darum dürfte nicht allzu schön sein. Und wir kriegen da viel Geld. Durch den hier. Buff. Sehr schön. Spirit Heart nehmen wir mit. Wow, 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 nicht zu wild. Irgendwo muss doch einer sein. Ja, da kommt er schon hergeflitzt. So, da wir gesehen haben, dass wir sogar aus diesem netten Kackhaufen Spirit Hearts bekommen, sollten wir weiter so. Lucky Food nehme ich mit. Oh Gott, nicht die. Ich werde einfach mal. Da wir ja die mehrere Aufladungen haben. Komplett unnötig. Oh Gott. Habe ich jetzt einfach zu viel Schaden genommen. Ich hasse die. Wow, Glück. Ace of Spades. Gutes Item. So, da bleibe ich mal da stehen. Wir müssen immerhin der Lauf genau bestens bisher hin. Bisher hin. Ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse sie so sehr. Die Empress. Oh. Glücklicher Zufall. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie ich mit denen zurechtkommen soll. Oh Gott. Sind das nicht die spawnen Spinnen, soweit ich mich erinnern kann? Ja, die spawnen ekelhafte kleine Spinnen. Finde ich schwierig, als die Würmer hergeben. Bin ich ganz offen und ehrlich. Um unseren wertvollen Spirit Hearts fast wieder zur Gänze. Nein, perfekt. Wollte schon sagen, verschwendet, aber wir haben wieder welche einen bekommen. So, gegen den. Gegen Greed ist das echt hilfreich. Dem stört das nämlich nicht. Das Paralysieren. Jawohl, genau reingelaufen. Super. War wieder echt eine ganz Leistung von mir. Okay, die Charity. Ich habe es einfach nicht merken können. Ich dachte, das gibt mir wieder irgendwelche Items. Bei der Empress weiß ich, dass es das nicht tut. Oh, wir sind langsam. Das fällt mir jetzt gerade auf, wie langsam wir sind. Oh, die Ankh. Ist gut, ist gut. Das garantiert uns nämlich mal, dass wir einmal... Das ist mir wert. Scheitern können beim Boss... Oh Gott, nicht die. Wir haben da noch Räume, also mache ich das mal. Sind wir so schlecht? Oh mein Gott, sind die schnell! Nächsten Hassgegner möchte ich fast sagen. Gibt's noch irgendwo ein Herz oder was? Ah.
Your feet feel stronger. Da kann ich über Stacheln laufen, aber das ist mir nicht wert. Würde ich jetzt mal sagen. Ich schaue in den letzten Raum. Wahrscheinlich verliere ich da jetzt mein Spirit Heart. Oh ja, das könnte ganz gut möglich sein. Okay, ich spiele das jetzt gerade mit voller Konzentration, diesen Raum. Ich will nicht mein letztes Spirit halt verlieren. Können wahrscheinlich mich gut gegen den Boss gebrauchen. Perfekt. Den hatte ich noch nie. Okay. Wie erkenne ich sein Ablaufmuster? Er macht's dumm. Köl, was war denn das? Wie soll ich denn dem ausweichen? Wo ist er? Oh mein Gott. Das ist ein ganz ungemütlicher Artgenosse. Mit dem einfach nicht zu nahe kommen. Was? Woher kommt der? Wieso kann ich jetzt trotzdem in die Rift der Devil? Verstehe ich fast nicht. Sind alle richtig mies. Die Items, die er uns da geben möchte. So. Das ist schon die Ebene für die Mutter. Egal, mach was. Das ist bestimmt. Es ist es nicht wert. Ich habe auf ein Item gehofft. Ja, das war eine ganz schlechte Entscheidung. Jetzt haben wir den Salat. Monstro 2 sogar jetzt. Ich bin gerade ziemlich konzentriert. Sorry, dass ich jetzt gar nicht zu viel hatte. So, oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, jetzt wird es langsam peinlich, was ich hier abliefere. Oh, das war ganz schlecht. Ich glaube, wir werden es wieder nicht schaffen. Wir haben einfach zu wenig. Das muss sein. Zu wenig Damage, zu wenig Leben für meinen Geschmack. Ich bräuchte mehr Leben. Aber das ist halt Judas der falsche Charakter. So viele Keys haben wir jetzt schon. Auch nicht mehr viel für Drew. What the fuck? Okay, fast wäre es um mich geschehen gewesen. Da
Das werde ich eh nicht mehr überleben hier. Yep. Das war's. Ah, wir haben ja Ank. Oh, das habe ich vergessen. Aber das sollte ich jetzt auch nicht verschwenden. Natürlich verschwende ich es. What? Bleiben die mir? Was? Geht hier jetzt gerade ab. Ich weiß nicht, wieso es jetzt auf einmal doch noch so irgendwie zum Guten wendet. Ich meine, ich weiß nicht, was meine Tränen gerade hier veranstalten. Gibt's irgendwo einen Tinterdruck? Kiers. Oh fuck. Das haben wir gleich zweimal. Speeddown nehme ich mal sicher nicht. Das für Mom reicht. Wo ist mein Book of Belial eigentlich hin? Weg? Interessant. Ich weiß nicht, was auf einmal mit unseren Trainern hier los ist. Das ist zwar wundervoll, aber irgendwie nicht ganz verständlich. Meine Güte! Dieser eine Raum, der Würfelraum, der hat uns den Tag gerettet. Möchte ich was. Wieso nehmen wir von nichts Schaden? Ich bin gerade echt überfragt hier. So, jetzt gehe ich halt einfach mal rein. Ich meine, bitte, wir haben drei Begleiter auf einmal bekommen. Und das ist auch dazu richtig gute. Ja, ja, ich bin da. Fast vor, ich nehme frisch nicht Schaden. Ah doch, okay. Ich nehme doch Schaden. Ich mache aber nicht so viel Schaden, wie ich jetzt gerade erwartet hätte. Die Mutter sollten wir jetzt hinkriegen. Ich weiß nicht, ob das für Moms Hard reicht. Bezweifle ich. Gut. Aber noch kann ich damit gut leben. Ich meine, ich hätte ehrlich gesagt schon gedacht, sie sind tot, also puh. Ah, die hasse ich. Und auch die meisten wir gerade souverän. Ah, ich habe gar nicht erkannt, was seins und was meins war hier. Das war bitterer Schaden. Also wir sind definitiv noch nicht durch. Ich weiß gar nicht, wieso die uns alle nicht irgendwie treffen hier. Also sollten sie uns doch treffen. Boah, ich sehe nichts mehr hier. Ja, das geht ab. Mehr Glück als Verstand, würde ich fast sagen. Ich hätte gerne ein Spirit Heart. Über nur normale Herzen.
haben wir Gasbomben auf einmal. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich meine nicht, dass ich mich freuen würde, aber... So viele Fliegen. Was ist hier los? Das ging leicht. Hier ist Kills. Sehr gut. Genau dafür sind wir nicht reingekommen. Unser Spirit Out haben wir eigentlich wieder verloren, also fast unnötig hier reinzugehen. Ah. Ich verstehe bis heute nicht, wieso wir auf einmal so... Oh, das ist schade, dass wir das nicht nehmen können. Sollen wir schon zum Boss gehen? Ich meine, mehr gibt's eh nicht. Was ist das? Au, 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 au. Das war unfair. Ah gut, dann war's das. Wir sind weit gekommen, leider nicht bis ganz zum Ende, aber das werden wir schon noch hinkriegen. Vielleicht sogar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Ciao.